Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir diese Tischbohrmaschine hier erklären, die Bosch PBD40. Das ist ein ziemlich häufig eingesetztes Gerät und deswegen gehen wir einmal kurz die wichtigsten Bedienelemente durch, damit du weißt, worauf du achten musst, wenn du mit dieser Maschine arbeitest. Die Bohrmaschine hat zunächst mal hier ein Rad, mit dem man sie nach unten und wieder nach oben drehen kann, einfach um mit dem Bohrer dann ins Werkstück einzutauchen. Hier vorne ist der zweistufige Ein-Ausschalter. Mit Stufe 1 schaltet man die Maschine erstmal auf Strom und mit Stufe 2 beginnt sich dann der Bohrer zu drehen. Dieser Ein-Ausschalter fungiert auch als Notausschalter. Er steht also wie jeder Notaus übers Gehäuse raus und wenn tatsächlich irgendwas passieren sollte, dass ich schnell die Maschine ausschalten will, dann drücke ich einfach von vorne drauf und dann ist die Maschine ganz schnell aus. Um ihn dann wieder zu aktivieren, drehe ich ganz nach links, dann kommt er wieder raus. Hier drüben ist ein Schalter, der zwischen 1 und 2 hin und her schaltet. 1 sind die langsamen Geschwindigkeiten, 0 bis 800 Umdrehungen und 2 sind die Umdrehungszahlen, so etwa 600 bis 2500. Das heißt, hiermit stellt man quasi vorher ein, ob man eher im schnellen Lauf oder im langsameren Lauf die Maschine benutzen möchte. Und schließlich ist hier dann nochmal ein Rad, um die Drehgeschwindigkeit feiner einzustellen. Wenn man das also hier grob gemacht hat, kann man hier genauer justieren, welche Drehzahl man gerne hätte. Hier vorne ist noch ein Display mit einigen Knöpfen, die wir jetzt kurz zusammen durchgehen. Von rechts sieht man hier einen Schalter mit einem Licht, das heißt, ich kann hier einfach den Werktisch beleuchten und daneben ist so ein Lasersymbol, damit kriege ich so einen Kreuzlaser, der in der Theorie anzeigt, wo der Bohrer, die Bohrermitte aufs Werkstück trifft. Bei solchen relativ günstigen Maschinen ist dieser Laser allerdings meistens nicht so wahnsinnig exakt, das heißt, man sollte sich nicht hundertprozentig drauf verlassen. Außerdem gibt es hier noch eine Möglichkeit, eine Anzeige auf Null zu stellen. Das kommt ins Spiel, wenn man dann die linke Anzeige benutzt hat. Hier steht eine Umschaltung zwischen RPM, also Rounds per Minute und Millimetern. Im Moment steht das Ganze auf RPM, Rounds per Minute. Das steht auf 0, weil die Maschine sich ja nicht dreht. Wenn ich umschalte, geht das auf Millimeter und dann sehe ich hier, wie viele Millimeter ich mich von der Ausgangsstellung nach unten bewegt habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, das ist meine Ausgangsstellung und das möchte ich auf 0 haben, dann drücke ich eben hier auf 0 und dann ist das mein neues 0 und dann kann ich von hier aus wieder neu ablesen. Das ist allerdings auch nicht so wahnsinnig genau, deswegen sollte man sich für wirklich exakte Bohrungen nicht darauf verlassen, sondern mit dem Tiefenstopp arbeiten, den ich dir gleich erkläre. Ich lasse das hier immer auf RPM stehen, denn alles andere ist eigentlich im Alltag nicht so wahnsinnig viel zu gebrauchen. Auf dieser Seite sind noch zwei rote Hebel. Der hier ist die Höhenverstellung und zwar auf zweierlei Arten. Wenn ich diesen Hebel schließe, dann ist sozusagen die Maschine, dieser Schlitten hier, auf dem der ganze Korpus hier befestigt ist, der ist fest und ich bewege die Maschine runter und diese Feder drückt sie dann wieder nach oben. Das ist sozusagen von dieser Ausgangsstellung dann die einzige Bewegung, die ich machen kann. Und die ist ein kleines bisschen begrenzter. Wenn ich jetzt ein Werkstück habe, das eine ganz andere Höhe hat, dann drehe ich hier diesen Hebel auf und dann geht dieser Zapfen in diese Öffnung und gleichzeitig wird hier hinten die Klammer gelöst und jetzt kann ich den ganzen Korpus mit dem Schlitten hier hoch und runter bewegen und damit also sozusagen die Grundhöhe neu einstellen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier dieses Werkstück darunter habe, dann stelle ich das normalerweise so ein, dass hier ungefähr so eine Handbreit Platz ist. Ja, dann drehe ich das hier zu, dann geht dieser Zapfen wieder weg. Jetzt ist dieser Schlitten fixiert und wenn ich jetzt bohre, kann ich in dieses Werkstück eintauchen und die Feder drückt meine Bohrmaschine dann wieder nach oben. Der zweite Hebel ist der sogenannte Tiefenstopp. Das ist dieses Stäbchen hier. Wenn ich jetzt also zum Beispiel weiß, ich möchte hier bohren und zwar ungefähr bis auf die Hälfte dieser Platte, dann würde ich das jetzt also so mal neben dem Werkstück ausprobieren und sagen, das ist meine Tiefe. Und jetzt drehe ich diesen Hebel zu. Jetzt ist dieser Stab hier fixiert und jetzt kann die Maschine nicht mehr tiefer als die Tiefe, die ich jetzt gerade eingestellt habe. Wenn ich dann doch wieder ganz durch, also ein Durchgangsloch bohren will, öffne ich diesen Hebel, dann ist dieser Stab wieder locker und jetzt könnte ich also ganz durchtauchen, so tief ich eben hier komme. Die Maschine hat hier ein Bohrfutter mit einem Sicherungsring. Das funktioniert prinzipiell erstmal wie jedes andere auch. Ich setze den Bohrer ein und drehe zu.
kräftig zudrehen und dann gibt es hier diesen roten Ring, da steht auch Lock drauf. Wenn ich den nach rechts drehe, dann ist das Bohrfutter blockiert. Wenn ich den Bohrer also wieder entnehmen möchte, Vorsicht, nach dem Bohren könnte er heiß sein, dann drehe ich erstmal den roten Ring nach links, um das Ganze zu öffnen und dann kann ich wieder das Bohrfutter öffnen und den Bohrer entnehmen. Die Maschine hat verschiedene Möglichkeiten, um ein Werkstück zu sichern. Die erste ist hier diese eingebaute Klammer. Wenn ich das Werkstück hier ablege, kann ich diese Klammer hier rüberschwenken, ablegen und dann ist diese Klemme hier in der Mittelstellung lose und sowohl wenn ich sie nach oben drücke, ist sie fest, als auch wenn ich sie nach unten drücke, ist sie fest. Und so kann ich also ganz schnell ein Werkstück hier auf den Maschinentisch drücken, sodass es nicht verrutscht. Die zweite Möglichkeit ist hier dieser Anschlag. Den kann ich hier in diese Nuten einführen und dann auf eine bestimmte passende Tiefe einstellen. Drehe ich die Schrauben hier fest. Und das bietet sich zum Beispiel an, wenn ich hier mit der Hand ein Werkstück einfach dagegen drücke, ist es sehr viel sicherer, als wenn ich es einfach nur auf dem Maschinentisch so versuche festzuhalten. Und zweitens, wenn ich Löcher in einer Reihe bohren möchte, dann kann ich hier also bohren, eins weiterschieben, bohren und habe dann die Gewähr, dass immer der Abstand hier korrekt ist. Bei sehr kleinen Werkstücken kann es sich anbieten, hier so einen Maschinenschraubstock zu verwenden. Dann entferne ich diesen Anschlag und kann den Maschinenschraubstock hier drauf tun. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass die Höhe passt. Ich drehe jetzt also hier wieder die Klemme hier auf, kann die ganze Maschine nach oben fahren, angemessene Höhe, drehe wieder zu. Und jetzt kann ich entweder diesen Maschinenschraubstock einfach mit der Hand festhalten, zum Beispiel wenn ich kleine Holzstücke bohre, wird das reichen. Wenn ich zum Beispiel in Stahl oder ähnliches bohre, wird es sicherer sein, hier diesen Maschinenschraubstock mit Schrauben durch diese Nuten hier zu sichern, sodass der tatsächlich nicht verrutscht. Dann bräuchte man hier allerdings die entsprechenden Schrauben, die hier passen. Das war jetzt also der kleine Rundgang durch die Bedienelemente dieser Maschine. Ich bin jetzt nicht auf das richtige Bohren und auf Sicherheitsvorkehrungen eingegangen. Dazu habe ich ein eigenes Video, das in der Ecke verlinkt ist. Viel Spaß beim Arbeiten, bleib sicher und viel Freude bei den Projekten.